bleibt mir gesund, Kinder. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Es hilft nichts, Vater. Wir müssen fort, ehe der alte Teufel den Briesen bekniet und sie den Levin in die Kabese holen. Man kommt leicht hinein, aber herausgelassen. Ich weiß, jetzt habt ihr recht, Kinder. Geh mit Vater Weißmantel. Seht mal, Nieswand und Corinth. Aber wieso mit Johanns Karre? Was ist das? Für wen bringt ihr die Säcke? Komm, wir fahren zur Mühle, zu Rosinkes Mühle. Wieso zu Rosinkes? Er hat gekauft doch die Mühle, ganz plötzlich, der Alte ist fort, nach Briesen heißt's und wie immer. Und da hat Rosinke gekauft die Mühle, aber versteht nichts davon und will auch behalten die Kneipe. Da ist er gekommen und hat gefragt, ob wir wollen arbeiten in seiner Mühle. Da haben wir erst gesagt, wir wollen gehen über die Grenze, aber zurück in die Mühle gar nicht. Da ist er wieder gekommen, ganz klein ist er gewesen und hat gebracht große Flasche für jeden. Wer wird gehen in die Mühle? Hat gejammert der Rosinke. Jetzt, wo so viel zu mahlen gibt. Und wir schütteten die Köpfe. Und da war doch die Flasche. Da hat er gemacht noch größeres Angebot. Und wir schüttelten die Köpfe und immer wieder. Und da waren noch die Flaschen. Und da waren noch die Flaschen. Bis gesagt hat der Korinth zu mir, dass der Pierunov bleiben wir vielleicht dem Herrn Rosinke zuliebe. Pschakef, da schickt der Johann schon Gruß uns aus Briesen. Halt, ihr hier blieben! Aus Neumühl! Beiläufig, Herr Kommandant, aus Neumühl. Ist euch bekannt? Ein gewisser Leo Levin und ein Mann namens Weißmantel, ein Polak und Landstreicher! Na, reden Sie doch! Denke, Sie sind aus Neumühl! Die beiden werden gesucht! Unruhestifter! Die kenn ich. Genau kann ich zeigen die, wenn wir treffen sie in Neumühl. Genau! Warne Sie vor Versuch, mich irre zu führen! Herr, bei genauer Beschreibung! Jede Unruhe wird laut Instruktion mit Gewalt unterbunden! Verstanden? Genau verstanden, Herr General! Na also, kommen Sie mit! Vorwärts! Marsch!